Der Saisonstart für unsere Wölfe gegen Borussia Dortmund war leider nicht von Erfolg gekrönt. Die Niederlage zum Auftakt hat gezeigt, dass die neu formierte Mannschaft von Trainer Andris Jonker noch im Findungsprozess steckt. Offensiv war man zu zaghaft unterwegs und in der Defensive fehlte beim 0:3 noch die nötige Kompaktheit. Die durch die Verletzungen von Jeffrey Bruma und John Anthony Brooks dezimierte Abwehr hat am Dienstag noch einmal Verstärkung erhalten. Marcel Tisserand kommt per Leihgeschäft vom FC Ingolstadt zum VfL. Was first day for me, it's new for me, you know. But I like the team is very young, than like me. Play football. The coach is the philosophy. The coach is very nice. For me, it's the best for me. But I need to train. A lot with the team, also the afternoon and tomorrow, and when it's okay, when the coach it's okay, maybe I play this weekend, I don't know, but I want to train, I want to speak with other player, because I need this for become the team, it's normal. Yeah. Der Kongolese Tisserand, der auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, absolvierte im vergangenen Jahr 28 Bundesligaspiele für den FCI und war zuvor in Frankreich aktiv. Als Leihgabe der AS Monaco sammelte er Erstligaerfahrung beim FC Toulouse. Jetzt freut sich der Innenverteidiger auf ein weiteres Jahr in der Bundesliga. I like Bundesliga, I like this football, it's very fast, you know. For me, why not? I'm staying Bundesliga in the career, you know. But Wolfsburg is a very good place for me. I want to stay here the long time. And for me, Wolfsburg don't stay in the place in the last year, you know. It's not normal. And I want this for, oh, why not this season? Und damit es in diesem Jahr für unseren VfL in der Tabelle wieder ein Stück nach oben geht, arbeitet die Mannschaft derzeit hart. Das merkte auch Marcel Tisserand bei seinem Auftakt in Wolfsburg, bei dem er auch schon ein paar Worte auf Deutsch für uns übrig hatte. Hi Fans, ich freue mich auf Wolfsburg. Ob Marcel Tisserand bereits am kommenden Wochenende gegen Frankfurt in der Startelf stehen wird, bleibt offen. Trainer Andris Jonker hat noch ein paar Tage Zeit, um unsere neue Nummer 29 im Training zu begutachten.